Ich grüße euch. Jetzt habe ich diese Stiege im Sechseck einmal hergestellt und jetzt möchte ich doch, dass diese Stiegen jeweils in der Mitte dieses, ja, das wird dann schwierig. Und zwar, wenn ich jetzt hergehe und diese Stiege, wenn ich hier einen Mittelpunkt setze, ich mache mir mal das, dass ihr seht, was ich meine. Oder besser gesagt, hier sieht man es besser. Eigentlich sind das die Stufen. Und jetzt versetze ich das hier, Steuerung E, von hier auf die Mitte. Steuerung 3. Dann bekomme ich natürlich hier unten Anschlussprobleme. Das sieht jetzt nicht mehr besonders schön aus. Was kann ich machen? Ich kann die Deckenuntersicht bis hier runterziehen und kann dann die Auslösstufe vielleicht noch verändern. Mal sehen, ob das geht. Der Lauf. Dx minus 0,15. Macht er nicht. Also um diesen Bereich geht es mir. Also kleiner bekomme ich das nicht. Ich könnte es dann nur mit einem SOE-Abzug voneinander abziehen. Das hier wäre kein Problem. Also ich habe jetzt hier und hier denselben Abstand. Von hier nach hier ist der gleiche wie von hier nach hier. Wenn ich die beiden, wenn ich das jetzt zum Beispiel zurücknehme auf das hier, ja, ihr seht schon, wird das so nicht funktionieren. Steuerung hat das T. Ich bekomme eine sehr dicke Treppe, wenn ich hier auf zum Beispiel 0,2 gehe, noch nicht ganz, wird fast 23 oder 24 sein müssen. Sogar mehr. Noch ein wenig, Steuerung hat das T. Jetzt bin ich ziemlich dort. Hier habe ich eine dicke. Steuerung hat das T. Mal sehen, 25, ja, okay. Wenn ich die jetzt alle gleich mitnehme und das für jeden mache, Steuerung hat das T, 0,25. Das muss ich dann noch weiter zurücksetzen. Und Grundriss. Jetzt die anderen noch schieben. Was natürlich kein großes Problem ist. In dieser Achse, wo ist die Mitte? Ah, zurück. Bin ich nochmal gesprungen. Steuerung E in dieser Achse. Ja. Hält immer die. Okay, konstruiere ich mir. So, es geht nur mehr um die. Diesen hier. Steuerung E von hier nach hier.
hier. Und wieder einen Strang E von hier nach hier. Anschließen. Anschließen. Ganz erwische ich es nicht. Dafür komme ich dann hier Probleme, wenn ich das jetzt versuche kleiner zu machen, dass ich genau auf den Punkt herkomme. Steuerung hat das T. Ich sage 23,5. Steuerung hat das T. 23. Jetzt bin ich ziemlich genau bei diesem Punkt. Dann müsste ich trotzdem die Treppe in irgendeiner Form überlappend machen, dass das geht. Das spare ich mir jetzt. Aber ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Das ist alles nicht ganz so einfach. Aber das würde dann schon ganz interessant ausschauen. So, die Linien im Grundriss wieder weg. Steuerung A. So, der fehlt noch, der gehört noch raus. Mache ich mit einem Kreis. Also der hier, Steuerung E, ganz raus, Steuerung 3, so. Nein, passt nicht. Fehler. Der gehört hier hin und das hier gehört hier hin. So, Steuerung 3. Jetzt habe ich eine ziemlich geometrische Stufenform. Wenn ich gehe, habe ich hier komplett die gleichen Abstände innen. Das heißt jetzt nicht, dass es von der G-Linie her gut funktioniert. Wenn ich sage 63, 63, 63, 63, es ist sicher gehbar. Zwei Auftritte, ein Antritt. Ja, das müsste sich ausgehen. So, jetzt noch mal kurz das Gelände dazu. Jetzt habe ich hier allerdings die Favoriten aus den anderen Tutorials nicht mehr drinnen. Aber ist egal. Ich nehme jetzt mal das. Und spring immer von hier nach hier, von hier nach hier, von hier nach hier und beende mal hier. Ja, jetzt müsste ich das Geländer einfach noch mal ein wenig anpassen, wie in den anderen Tutorials schon getan. Aber das könnte schon ganz nett ausschauen. Über die Anschlüsse möchte ich jetzt nicht sprechen, aber immerhin, so wäre es möglich. Und direkt durchgehen, da bringe ich es nicht hin. Das habe ich schon öfter probiert. Also mit dem Treppenmacher so etwas wirklich genau in dieser Form zu gestalten, da unterstützt mich der Treppenmacher nicht wirklich. So, nochmal zur Kontrolle. Ganz drauf. Radius 17,5 auf 30, ja, das würde eine relativ bequeme
Treppe abgeben, wo man schöne große Schritte machen kann für junge Leute. Das geht. Gut, mal bis hierhin und probiert es selber durch, ob ihr sowas hinbekommt. Viel Spaß damit. Schöne Tage. Bleibt gesund.